Servus, bis zum Day, Bro, Mess, Day, Boy, heute geht's los, heute geht's scharf, was im Mund deinen Arsch, lieber Locker vom Hocker, Section, läuft, schnell, bleib, 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 was hat er gerade gesagt? Keine Ahnung, was hat er gerade gesagt? Wenn ihr die Videos haben wollt, müsst ihr mich leider anschreiben, eine PN oder eine Nachricht unter den Kommentaren. Ja, eine Nachricht unter den Kommentaren, man kann auch unter den Kommentaren schreiben, wollte euch bloß nochmal sagen, ich fühle mit der Invisiven und Zielsucher, die nubigste Waffe, die man wirklich auch haben kann in dem Spiel, mit Magazinerweiterung, nein, ohne Magazinerweiterung, keine Ahnung, ob ich Magazinerweiterung dabei habe, auf jeden Fall habe ich dabei einen Schaft, eine Splittergranate und zwei Flash, und kein Swordknife, weil, wie gesagt, die Splittergranate dabei ist. Meine Abschlusszeiten sind das fliegende Papierflugzeug, wie man es in Fachkreisen nennt, dann die Kiste. Ja, die einzigartige Kiste, genauso einzigartig wie die Gegner hier sind. Einzigartig dumm, kann man nichts anderes dazu sagen, weil die Kiste bringt einen aus der Abschlussreihe. Also man muss die gemütlich irgendwo hinschmeißen und man hat einfach mal Zeit verschwendet, wo man eigentlich gemütlich Leute von hinten oder von rechts oder von der Seite wegkaschen könnte. Genau, und deswegen kann ich euch empfehlen, diese scheiß Kiste niemals reinzumachen, außer ihr seid ein Noob, der halt überhaupt nie drauf hat. Aber ich denke mal, mein Abonnenten, meine Views, meine Viewers, die hier zugucken, das sind keine Noobs. Deswegen macht es auf jeden Fall nicht nach, wie ich es mache, weil da kommt nämlich nur Dünnschiss raus. Und was da wirklich rauskommt, ist meistens auch bloß eine Scheißdrohne. Oder man hat halt wirklich mal Glück und es kommt halt ein Schwarm raus. Aber hey, wenn man so ein Glück hat, dann muss man die Vorräte nie reinmachen. Habt ihr verstanden? Also ich nie. Egal. Ihr seht's, ich habe gleich meine Quadrone, Quadrocopter, Quadro, keine Ahnung, erreicht. Und ich werde mir da ganz gemütlich erstmal eine Ecke suchen, wo ich hier mich verschnurkseln kann und vorstecken, wollte ich eigentlich sagen, verstecken wollte ich sagen, aber man kann es natürlich auch versprechen, aber muss man halt nie, aber ich habe es halt gemacht, weil ich mir dachte, naja, versprich dich mal. Ihr wisst, wie das ist. Ja, die erste Ecke für das Abschussserie, ja, für das Abschussserie ist gefunden, aber der Busch lächt mich nie rein, deswegen suchen wir uns nämlich eine andere Stelle. Und da der Typ hier sich da von dort gemeldet hatte, habe ich mir gedacht, hey, legst dich mal ganz gemütlich hin, das Dröhnchen raus, erstmal guckt auf der Tastatur, wo eigentlich Steigen und Sinken ist und dann die Lage abgecheckt, erstmal grob mein Umfeld, wo ich hier rumchille und dann leicht nach vorne vorgewagt. Ihr habt es gesehen, gelbes Kästchen leuchtet auf, das heißt Gefahr, ein Gegner und bumm, da kommt die Stinger an. Ist nie weiter schlimm, ist nie weiter schlimm, Leute, denn dieses Biest hält zwei sensationelle Treffer aus. Aber was halt nie ganz so sensationell ist, ist das Aim mit diesen Dingen. Also man kann zwar mit der Maus steuern, ist klar, wir spielen ja hier nie an der Konsole, ne? Aber man muss dann doch ein bisschen genauer treffen. Und das auch relativ oft. Und was ich eigentlich mit diesen Kommentaren bezwecken will, ist eigentlich nichts. Weil ich mal wieder ganz spontan aufgenommen habe. Und ihr wisst, wer das ist. Wenn ich spontan aufnehme, hat man natürlich kein Thema. Aber das Thema von diesem Kommentar ist, dass ich kein Thema habe. Hm, was sagt ihr dazu? Außer natürlich, dass das hier meine beste Killstreak ist im Black Ops Fucking 2. Ich will ja nicht spoilern, aber ich sterbe jetzt hier im Raum. Ja, hier. Bumm. Schön vom Elektrostift weggekackt worden und vom Camper. Babams. Also, ich hatte 18-0 Streak. Ist nie schlecht, ne? Also, ich kann es nie besser. Und mich würde mal interessieren, was ihr für Waffen benutzt für geile Killstreaks und Abschüsse. Habe ich euch noch gar nicht gefragt, also schreibt es mir einfach mal unten rein. Ihr wisst ja, wie das geht, wie das funktioniert. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, den noobigsten Aufsatz für eine Waffe zu benutzen. Das wäre nämlich der Zielsucher. Und eine noobische Waffe, das wäre die MP7. Und ja, mit den Dingern, Biestern, geht es eigentlich am besten. So. Kurzes Kommentar ist auch jetzt zu Ende. Ich werde hier den letzten Rest hier von Gameplay nie einspielen, weil es mir einfach fies auf den Sack ging, weil ich hier erstmal eine übelste Killstreak erreicht habe. Ja, müsst ihr euch vorstellen. Ein Kill nach dem anderen, eine Killserie nach dem anderen. Was ist dann? Dann ist nämlich nichts los. Dann bin ich ja nur am Sterben. Ich sterbe rechts, ich sterbe links, ich sterbe geradeaus, überall.
hatte man sich gedacht, Mann, das wird ein geiles Gameplay. Das kann ich auf YouTube stellen. Und was ist? Letzten Endes verlieren wir doch. Und ich habe schon wieder das ganze Kommentar, was ich eigentlich gar nicht zeigen wollte, euch gezeigt. Video. Keine Ahnung. Ich bin raus. Ich bin jetzt weg. Haut rein. Tschüss. Das muss nächstes Mal.